Leute, ich hoffe, es geht euch gut. Hier ist Alina und willkommen auf meinem Kanal Alinas Addiction. Das ist ein Drogenpräventionskanal und ja, ich werde euch Sachen aus meinem Leben erzählen. Erlebnisse, Erfahrungen, die ich wirklich gemacht habe, die ich wirklich erlebt habe. Die Sachen beruhen wirklich auf der Begebenheit, also auf der Wahrheit. Und ja, vorab will ich nochmal sagen, ich habe eine Zahnspange bekommen. Die habe ich ungefähr seit einem Monat drinnen. Deswegen, ja, verzeih mir, wenn ich vielleicht den ein oder anderen Wort nicht richtig aussprechen kann. Ich muss mich noch dran gewöhnen, aber es ist schon mal ein bisschen besser geworden als am Anfang. Ja, das wollte ich nochmal vorab erwähnen. So, diesmal geht es um das Thema Cannabis. Ich habe mir überlegt, welchen Thema ich aussuchen könnte, so für das zweite Video. Und ich habe gedacht, ja, ich erzähle mal so von meinen Anfangszeiten. Ja, ich bin natürlich nicht als Hardcore-Junkie auf die Welt gekommen. Das war ja natürlich eine Entwicklung, die ich irgendwie machen musste. Und ja, diesmal geht es wirklich um Cannabis. Meinen ersten Glas-Tipp werde ich jetzt hier erzählen, wie der war, wie das zustande gekommen ist, ja, wie ich ihn erlebt habe. Auch ich habe mal Cannabis konsumiert, Gras konsumiert, wobei ich wirklich ehrlicherweise sagen muss, ich meine sogar, dass Cannabis nicht meine allererste Droge war, die ich konsumiert habe. Ich meine sogar, es ist schon sehr, sehr lange her, aber ich meine sogar, dass ein Ecstasy-Teil das allererste Mal war, dass ich, ja, das war die allererste Droge, die ich genommen habe. Auf jeden Fall habe ich aber auch schon mal Gras konsumiert, also so ist es nicht. Viele kennen das bestimmt, also einige kennen das bestimmt, sage ich mal so. Also, ja, also das gab es in meiner Generation, in der heutigen Generation, in den 70ern, ja, also in der Generation vor mir gab es ja auch, ja, das ist irgendwie allgegenwärtig, Cannabis. Auch ich habe meine Erfahrungen gemacht und ja, auf jeden Fall werde ich mal erzählen, so wie das war. Ja, wir sind ungefähr in 2000, in den frühen 2000er. Es könnte auch 2001 gewesen sein. Ich meine sogar 2001, weil da war ich 16. Ja, 16 kommt hin. Ja, auf jeden Fall war ich immer bei einem Freund immer zu Hause. Also ich war sogar mit ihm zusammen. Ja, wir waren vielleicht so 3 Wochen zusammen, wie das so ist mit 16. Jetzt keine ernsthafte Beziehung, aber ja, damals war ich so mit ihm zusammen. Das war auch jemand, der in meiner Nähe gewohnt hat. Und ja, auf jeden Fall war ich so bei ihm und er hat oft gekifft, also waren voll viele Leute immer bei ihm zu Hause. Und genau, ich wollte auch rauchen, obwohl ich muss vorab sagen, so Gras war nie wirklich so mein Ding gewesen. Ja, ich habe das schon mal so ein paar Mal auch schon mal probiert, ja, aber es war irgendwie nie so meine Droge gewesen. Hat nie irgendwie irgendwas gehabt, was mir wirklich so dran gefallen hat. Aber die paar Male davor, wo ich gekifft habe, hatte ich nie wirklich so einen Grasflash oder irgend so einen krassen Flash gehabt, ja. Ich war zwar bekifft, aber ich hatte nie so einen richtigen Flash gehabt. Ja, das kam ein bisschen später. Und zwar, vielleicht habe ich auch viel zu wenig konsumiert, ja. Das kann vielleicht auch daran liegen, ja, dass ich einfach nicht, ja, die Menge hat vielleicht, war zu wenig, die ich, genommen habe, um so ein Flash zu bekommen. Auf jeden Fall war ich so bei meinem Freund, damaligen Freund in der Wohnung und ja, die haben alle gekifft und ja, ich habe auf jeden Fall einen Bonk habe ich geraucht. Genau, der hat mir so ein ja so einen Kopf gemacht, so einen Glaskopf und den habe ich auch geraucht. Also der hat mir den, glaube ich, hochgezogen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern oder ich habe den hochgezogen. Ich weiß es nicht mehr genau, wer von uns den hochgezogen hat. Auf jeden Fall habe ich den dann auf so einer Glasbonk geraucht. Der war ziemlich groß. Ja, und sorry, mein Hund. Ja, auf jeden Fall habe ich den dann geraucht. Und so die ersten Minuten war eigentlich nichts. Auf einmal habe ich aber gemerkt, dass es mir richtig schwindelig geworden ist. Also mir war sehr, sehr schwindelig. Und es hat sich so gedreht. Ja, dann habe ich mich so auf seine Couch so hingechillt. Ja, weil. Ja, ich war irgendwie so total schlapp und voll fertig, so nach dem Kopf. Da weiß ich noch, dass ich mich so da hingelegt habe, gell, so auf die Couch auf jeden Fall. Und in der Zeit, also wir sind ja so in den frühen 2000er, damals habe ich auch sehr, sehr viel Hip-Hop gehört, Wu-Tang, Dr. Dre, Method Man, was gab's noch? Ja, so die ganzen Hip-Hopper, Redman, was habe ich noch so gehört? Ja, Eminem gab's auch, ja, da auf jeden Fall kennt ihr vielleicht das
Lied The Rockwilder von Method Man und ich weiß nicht, wer das noch war. Der hat das noch mit jemandem gemacht. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, wer der andere war. Vielleicht war das sogar auch White Man. Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall in diesem Video bekommen die so Art so Stromschläge. Ja, also ich habe dieses Video so in meinem Kopf gehabt. Ja, und ich glaube, ich meine sogar, dass das auch im Fernsehen gelaufen ist, so auf MTV oder auf Viva. Und ja, das habe ich so auf jeden Fall so bildlich in meinem Kopf gehabt. Ja, und ich weiß noch so, wie sie so Art so Stromschläge bekommen haben, ja, also in diesem Video. Aber so als ich so dicht war, habe ich das so auch so in meinem Körper so empfunden, ja, so. Ich habe das so wirklich so nachempfinden können, ja, wie ich diese Art Stromschläge so bekommen habe. Ja, und das ist ein sehr, sehr eigenartiges Gefühl, ja. Also es hat ja nicht wirklich wehgetan oder so. Ja, aber man hat das irgendwie trotzdem so gespürt, so am Körper. Ja, so, ja, aufgrund, ja, von Cannabis eben. Und ich hätte niemals gedacht, ja, dass Cannabis so krass ist, ja, weil wirklich sehr, sehr viele Leute immer gekifft haben. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man, ja, dass man so einen Film davon bekommt. Ich war ja auch sehr, sehr jung einfach. Und auf jeden Fall habe ich an das kann ich mich noch erinnern, ja, wie ich diese Art Stromschläge so nachempfinden konnte von diesem Videoclip. Und mir war wirklich sehr, sehr schwindlig, ja. Also ich habe auch richtigen Schweißausbruch bekommen. Ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich mich übergeben muss. Ja, mir war irgendwie wirklich sehr, sehr schwindlig. Dann bin ich rausgegangen, so, ich musste auf die Toilette, so bei meinem Freund, ja, bin ich so auf die Toilette gegangen. Und ja, dann, ich bin mir nicht mehr sicher, ja, ob ich mich übergeben habe oder nicht. Oder ich wollte mich, glaube ich, sogar übergeben. Und das hat irgendwie doch nicht geklappt. Und ich hatte aber einen richtigen Schweißausbruch. Ja, also ich hatte boah, mir war richtig heiß. Also ich habe sehr, sehr krass geschwitzt, auf jeden Fall. Und ja, ich kann mich dann noch so erinnern, weil ich war ja wirklich stoned, ja. Also ich kann mich erinnern, dass der Boden, der hat wirklich so kühl gewirkt auf mich, ja. Ich habe so das Bedürfnis gehabt, mich so auf den Boden zu legen, weil ja, es war so kühl, so kalt, ja. Das war genau das, was ich so gebraucht habe, weil ich ja wirklich extrem halt geschwitzt habe und mir war sehr, sehr heiß. Ja, und dann weiß ich noch, dass ich mich so auf den Boden einfach so hingelegt habe, ja, weil ich habe einfach diese Kälte so in diesem Moment gebraucht. Und dann lag ich da auch erst mal so ein paar Minuten, ja, so bei ihm im Bad. Und ich weiß, dass die Jungs bei ihm im Zimmer, die haben Call of Duty gespielt damals. Und das war so ein Spiel, ich glaube, das gibt's immer noch. Genau. Ist auch ein sehr, sehr altes Spiel. Auf der PlayStation haben sie das gespielt. Ja, auf jeden Fall habe ich dann, ja, als ich da am Boden lag, habe ich das so noch mitgekriegt, diese Kriegsgeräusche, ja. Und ich habe dann so meine Augen zugemacht. Und dann habe ich so richtig nachempfinden können, so wie ich im Krieg bin, ja, durch diese Geräusche und diesen Glasfläch hatte ich, Entschuldigung, Speicher ist ausgegangen, ja, ich muss jetzt das nochmal einstellen. Auf jeden Fall, ja, wo waren wir denn stehen geblieben? Ich war im Bad, ja, da habe ich mich hingelegt und die haben PlayStation gespielt, die Jungs, und ja, diese Kriegsgeräusche haben mich wirklich so in so ein Kriegsszenario hineinversetzt. Also ich hatte wirklich so den Eindruck, wie ich so am Boden lag, ja, dass ich gerade so in so einem Kriegsgebiet bin, ja, auch durch diesen, ja, auch diese Akustik war einfach so krass, so in meinem Kopf gewesen, durch das Cannabis. Ja, da lag ich erstmal da und dann bin ich so ein bisschen so vorgerobbt, ja, und das kam mir auch so wie im Krieg eben vor. Und das war so ein ganz krasses, eigenartiges Gefühl. Und ich habe bis dato nicht gewusst, dass Gras so heftig sein kann, ja, das wusste ich einfach nicht, weil die paar Male davor, als ich so gekifft habe oder Joint geraucht habe, war das einfach nicht so. Also wir haben auch oft so, ja, so Peace geraucht. Also das hat ja nicht so eine krasse, also Wirkung jetzt wie Gras, finde ich zumindest. Also das, was ich jetzt so geraucht habe. Mittlerweile ist das Gras auch sehr, sehr hoch gezüchtet und das Peace auch. Ja, ich denke mal, ja, dass mittlerweile schon auch krasse Sachen jetzt auf dem Markt sind, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, das war so mein allererster Grasfilm gewesen. Das kann ich mich bis heute noch wirklich so dran erinnern, wie heftig der war. Ich weiß noch, irgendwann bin ich dann aus dem Bad ja nochmal wieder zurückgegangen zu ihm, zu meinem Freund. Ja, dann haben wir gesagt, ja, alles okay mit dir. Ja, du warst voll lange weg. Und er hat gesagt, ja, nee, mir geht's schon gut, ja.
Und genau, und dann irgendwann, ich blieb dann nur so eine Weile noch bei ihm, irgendwann ist es dann immer schwächer geworden, ist dann irgendwann halt abgeklungen. Ja, das war's eigentlich, ja, das waren so die Erinnerungen, was mir wirklich so, ja, im Bewusstsein noch geblieben sind und an die ich mich noch zurückerinnere. Ja, auf jeden Fall fand ich das sehr, sehr krass. Aber ich muss sagen, Cannabis war wirklich nie so meine Droge gewesen. Ja, also es war immer, ich hatte auch eine Zeit lang wirklich so gekifft, aber nicht lange. Ja, ich habe auch so mit meiner Freundin so noch ein paar Mal was geraucht. Oder mit einem sehr, sehr guten Freund, mit dem ich heute immer noch sehr gut befreundet bin. Mit dem hatte ich auch oft gekifft. Aber so im Großen und Ganzen war immer irgendwas, was mir halt so dran nicht wirklich gefallen hat. Ich habe immer die bewusstseinsmindernden Drogen damals so bevorzugt. Also Cannabis ist ja eigentlich eher so eine bewusstseinserweiternde Droge. Und ja, das war so nicht so meine Welt. Wie sehe ich heute, ja, wie sehe ich heute den Cannabiskonsum? Also Cannabis ist ja wirklich sehr, sehr umstritten. Es gibt wirklich sehr viele Menschen, die rauchen mal einen Joint, ja, dann lassen sie das für ein paar Wochen. Es gibt wirklich viele Menschen da draußen, die, ja, die konsumieren das vielleicht so wie jemand Bier konsumiert, so nach dem Feierabend. Die rauchen mal, keine Ahnung, mal alle 2, 3 Wochen mal einen Joint und ja, chillen daheim. Gibt es auch wahnsinnig viele Leute, ja, die das wirklich so im Griff haben. Aber es gibt auch Menschen, ja, die wirklich ein Suchtpotenzial entwickeln. Also das muss man auch sagen. Cannabis kann auch abhängig machen. Für viele Menschen ist es ja auch wirklich die Einstiegsdroge. Ich will ja nicht sagen, dass es für jeden so ist. Ja, da kenne ich auch wirklich sehr viele Leute, die einfach kein Problem damit haben. Die gibt es auch, solche Menschen. Ja, die gibt es halt nun mal. Aber wie gesagt, wir Menschen sind alle unterschiedlich. Bei manchen Menschen ist es ja wirklich so, dass sie eine Abhängigkeit, dass sie abhängig davon werden und dass sie dann auch ein Problem entwickeln. Ja, sie vernachlässigen dann ihre Arbeit, die werden faul, die werden träge, ja, die kriegen dann irgendwie nichts mehr auf die Reihe. Solche Leute gibt es auch. Ja, solche Leute habe ich auch viele kennengelernt, ja, die dann irgendwann wirklich ein Problem damit hatten. Ich würde das auch nicht verharmlosen, aber ich kenne wiederum auch sehr, sehr viele Leute, die es wirklich im Griff haben, ja. Also so wie manche halt Bier trinken, rauchen die halt einfach ihren Joint, wie gesagt. Deswegen ist es auch in der Gesellschaft sehr, sehr umstritten, ja. Es ist sehr kontrovers. Dennoch bin ich für die Legalisierung. Ich finde es immer noch besser, das vom Staat zu beziehen, als jetzt auf dem Schwarzmarkt vom Dealer zu kaufen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich akzeptiere auch andere Meinungen, die das anders sehen. Wie gesagt, es ist wirklich sehr umstritten. Meine Droge ist es auf jeden Fall nicht. Ich muss sagen, dass ich das auch sehr, sehr heftig fand. Ja, so mein Grasfilm. Ja, so Gras darf man auch nicht unterschätzen oder halt auf gar keinen Fall Auto fahren, wenn man voll stoned ist. Da würde ich jeden davon abraten. Ich kenne auch einige, die auch eine Psychose entwickelt haben aufs Kiffen. Die gibt es auch leider. Deswegen möchte ich das auf gar keinen Fall verharmlosen. Aber ich weiß, dass halt Menschen einfach unterschiedlich sind. Und nicht jeder wird auch davon abhängig. Ja, also es gibt einfach diese Menschen da draußen. Ja, die, keine Ahnung. Ja, die kommen einfach irgendwie klar damit. Ja, die gibt es einfach. Aber auf jeden Fall weiß ich, wenn man zu viel konsumiert, ja, das kommt, glaube ich, immer auf die Menge an, was man raucht, aber wenn man wirklich zu viel konsumiert, kann es wirklich abhängig machen. Das weiß ich. Und ich will das wirklich euch draußen sagen, ja, vor allem an die jungen Leute, dass ihr das bitte berücksichtigen sollt. Und ja, wir wissen nicht, wie die einzelnen Menschen das aufnehmen oder wie sie damit umgehen. Nicht jeder, keine Ahnung, ja. Nicht jeder kann vielleicht gut damit umgehen, ja. Da müssen wir uns einfach bewusst sein. Und ja, das sind so meine Ansichten zu Cannabis heute auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwie zu kiffen oder keine Ahnung, ja, so also ich hatte nie wirklich ein Suchtpotenzial nach Cannabis, ja, weil mir die Droge einfach nicht gefallen hat von der Wirkung her. Und das war einfach nicht so meine Droge gewesen. Also Gott sei Dank war das jetzt auch etwas, was mir jetzt erspart gewesen, geblieben ist. Ich hatte meine Probleme mit anderen Drogen, ja, das gebe ich ganz offen zu. Ich hatte gravierende Probleme mit Drogen, ja, ich habe dann später zu härteren Drogen gegriffen. Ich will das auch nicht schönreden, ja, ich hatte da genug Probleme gehabt mit dem anderen Scheiß. Deswegen möchte ich generell auch Drogen nicht verharmlosen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand das cool, mal diese Erfahrung so mit euch zu teilen, so meinen ersten Gras-Trip.
Ich denke mal, den wird man auch, den ersten Clip wird man, glaube ich, nicht vergessen, denke ich. Auf jeden Fall wünsche ich euch ein, ja, einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Bleibt sauber. Und ja, ich freue mich auf ein Abo, wenn euch der Kanal gefallen hat. Und ja, bleibt dran.